etwas passiert? Wer ist da?
Was war das denn? Was hast du hier zu suchen? Pass auf, wo du hingehst. Pass besser auf, Bruder. Verbrechen finden, elender Hund. Ach, komm her, du Weichei. Sofort stehen. Du dreckiger Hund. Das nennst du kämpfen. Hey, was auch. Sie werden es lernen. Wir waren genau. Salve Domini. Ergib dich. Du hast das Gesetz missachtet. Deine Freude. Du bist verhaftet. Pass auf, wo du hingehst. Trau dich doch. Mehr hast du nicht drauf? Wenn ich den erwische. Was ist hier gekommen? Bleib sofort stehen! Pass besser auf, Bruder! Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen! Was war das? Au! Du hast hier nichts verloren. Bin fort. Keine gute Idee. Schön langsam, Bruder. Verdammt. Was ist los? Komm schon. Wohin könnte er geflüchtet? Pass auf, wo du hingehst. Hast weiche Knie bekommen, was? Was war das? Komm her, du Weichei. Eilst du zum Gebet? Das nennst du kämpfen? Bestimmt nur ein Tier. Trau dich doch! Du bist tot! Du bist tot! Wenn ich den erwische... Was zur Hölle war das? Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo stecken. Yeah. Was ist los? Komm schon!
böser Geist sich deiner ermächtigt. Zur Herr, Hölle könnte das getan haben. Ich schlachte dich ab. Was war das? Hab ich dich, du Schwein! Hier kommt kein Mörder davon. Was dir blüht, wirst du nie vergessen. Ich würde dich ja eher aufknüpfen. Aber leider darf ich dich nur in den Kerker werfen. Komm schon, mein Freund. Na und? Dann sperr mich ein. Dort wird's dir...
Solltest du nicht im Kloster sein, Junge?
Oh, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Was tust du hier? Sind dir die Klostermagen? Könnten Happen vertragen. Dies scheint der Ort zu sein, von dem Sie sprachen. Oh, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen.
Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurwa. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Im Kloster gab es wohl etwas Ärger, wie wir hörten. Die Frage ist nur, war es wie vereinbart? Hast du den Kerl für uns erledigt? Glaubst du, ich würde sonst hier sitzen? Was weiß ich? Tölpel gibt es zur Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? Den hatte er bei sich. Ja, das war seiner. Was hast du mit der Leiche gemacht? Was ist mit deinen Gelübden? Ich ließ sie zurück. Was hätte ich sonst tun sollen? Wenn sie seine Leiche finden, wie lange glaubst du, werden sie brauchen, um eins und eins zusammenzuzählen? Naja, ich hatte eh nicht vor, mich bis nach Rom hochzuarbeiten. Na gut, das ist sowieso bald einerlei. Was jetzt? Was jetzt? Herzlich willkommen! Solche wie dich brauchen wir. Und was müssen solche wie ich tun? Was tust du? Ich bin bloß der Presser und heuere die Leute an. Du kannst nun in unser Lager gehen. Dort erfährst du alles. Wo ist es? Willst du mir weismachen, du hättest unser Lager nicht gesehen? Hast wohl keine Augen im Kopf, was? Also, über Sasau gibt es einen Hügel mit einer verlassenen Feste. Nur ist sie jetzt nicht mehr verlassen. Dort ist unser Lager. Geh hin und melde dich bei einem Kerl namens Erek. Sag ihm, Kozlik schickt dich. Und werden sie mich einfach so reinlassen? Guter Punkt. Hätt's fast vergessen. Zeig den Kerl am Tor Pius Würfel. Das ist unser Erkennungszeichen. Das ist alles? Das ist alles. In Vranik erfährst du alles, was du wissen musst. Und spute dich. Ich habe das Gefühl, es braut sich etwas zusammen. Thank you.
Matthäus und Fritz lassen grüßen. Sie leben. Gott sei Dank bin ich froh. Sie haben mir sehr geholfen. Wo hast du sie getroffen? In Sasau. Ich lief ihnen vor der Schenke über den Weg. Wo sonst? Und wie geht es ihnen? Sie sind wohlauf. Die Mönche haben sie zusammengeflickt, aber sie finden keine Arbeit und sind verschuldet. Du weißt nicht zufällig, ob jemand Arbeit für zwei faule Zimmerer hat. Hier niemand. Und in Ratai wird es auch nicht besser sein. Es wimmelt dort nur so von Flüchtlingen und die suchen alle Arbeit. Oh, schade. Die beiden bräuchten wirklich dringend Arbeit. Sonst machen sie noch irgendeine Dummheit. Glaub ich auch. Versuch es bei den Mühlen in den kleineren Dörfern. Der Müller in Ledeczko ist alt. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Mach ich. Danke. Also? Wollen wir spazieren gehen? Du gibst nicht auf, was? Lass mich nachdenken. Ich habe zu viel zu tun. Aber gerne ein andermal. Komm einfach die Tage wieder vorbei, ja? Wie die verehrte Frau wünscht. Du Schelm.